Und damit herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Nur eine kleine Vorabinformation. Das ist jetzt nicht die eigentliche Folge, die eigentlich rauskommen sollte. Die Folge 9, da haben wir ja das Bordell eingenommen. Also sprich, wir sollten erstmal die Prostituierten befreien. Dann sollten wir zur Stimme gehen. Die sagte uns, ja, da sind noch ein paar Zuhälter und, beseitige die mal. Zwei Stück waren im Angebot. Einen haben wir beseitigt. Damit war der Schaden damit erledigt. Wieder zurück zur Stimme, die ja hier irgendwo war. Glaube ich, hier drüber war die. Genau, haben wir beseitigt. Dann sollten wir wieder zur Stimme zurück, genau. Er sagte zu uns, ja, der Typ ist da, im Bordell, also sprich hier, und sollten den beseitigen, was wir auch, ich sag mal, sehr leise gemacht haben. Und damit war auch die Sache erledigt. Die Haitianer haben das, also wir haben das Bordell an Cassandra übergeben. Und jetzt sollen wir ja hier zurück zu unseren Kumpel wieder zurück. Ja, deswegen Folge 9 wäre das gewesen. Da ist mir leider das Programm abgeschmiert, was ich dann auch leider zu spät bemerkt habe. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Markieren wir mal uns die Stelle hier. Jetzt brauchen wir ein Auto. Wir brauchen ein Auto. Da haben wir doch ein Auto, wunderbar. Nehmen wir doch bitte. Na, hier sind zu viel Zeugen, wa? Mach doch. Jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. So, wir steigen aus und warten auf unseren Kumpel. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, die Scheiße nochmal? Okay. Geschäfte abhören, okay. Na gut, platzieren wir mal das Ding. Geschäfte abhören. Begeistert davon. Wer
Herr Trigger beim Sternhagel voll. Jetzt muss der Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Da unten ist ja unser Auto, was wir ehrenvoll mitgelassen haben. Noch schön Leichen fahren. Boah, Alter. Schön Bad. So, Informant. Liegen nur, weil einige Leute nicht mal ein bisschen Hitze haben können. Na gut. Ich glaube, wir sind nicht allein. So, mal mit hier. So. Immer hier hoch. Nein. Sag mal. Jetzt. So, sieht das irgendeiner? Mein Fehler, Entschuldigung. Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Na komm mal her, komm. Und komm mal ran hier. Was hat Vorfinger da in der Kirche am Laufen? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Na komm, für die Chef. Für die Chef ist es gut. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. So. Sonst einfach den Boden aufeinander machen, okay? Gut, die Kasten haben wir wirklich mitgenommen. Na gut, dann ab zum Club. Entschuldigung. Ups. Ach du Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Was ist denn hier los? Ach du grüne Neune. Na gut, schauen wir uns mal kurz mal ein bisschen um. Okay. Da sind welche. Da ist jemand. Okay, da hinten ist ein Eingang. Gehen wir mal dahin. Gut. Können wir ja hier hingehen. Waffenschrank? Finde ich gut. Ein bisschen cool. So, wie sieht es mit Waffen aus? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Keine Tür, wa? So, wo ist er denn? Hä? Weiß einer, was hier los ist? Nö. So, du bist erstmal beseitigt.
So. Ah, da ist ein bisschen Kohle. Verbandskasten brauchen wir nicht. Okay. Da müssen wir hin. Da sind zwei. Da sind auch zwei. Sind die ein? Nee. Ha? So geht sie hin, unsere friedliche Nacht. Na, komm her. Komm her. Wen haben wir denn? Dich nehme ich mal mit. Wird es ja hier nicht gesehen werden. Komm mal mit. Komm mal mit. So. Die anderen Bienen sind da. Und da oben sind nur noch zwei. Gut. Dann probieren wir mal schnell, dass wir da irgendwie reinkommen. Bitte. Eigentliche Zone. Scheiße. Aha, okay. Ja, heute irgendjemand. Oh, hier noch mehr geht. Sehr schön. Ja, heute irgendjemand. Hier locker rauf, ja, guck mal. Aber sehen tue ich ja hier nicht. Da ist da jemand. Na gut. Na gut. Knacken wir mal das Schloss. Rennt die hier nackt rum? Och nö, ich komm grad vom Friseur. Okay, das sind meine Ziele. Okay. Ist nur eine Person. Tut mir leid. Da ist die Person. Da haben wir sie doch. So, sind auf der Suche nach mir. Wo ist denn du hin? Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, von wo zu kommen. Bäh. Na? Wo ist denn nur
was finden. Suchen die noch? Wer steht dort? Er kommt. Ist der das? Gott verdammt, wir müssen diesen Arsch finden. Jetzt! Ah! Ich geh in Deckung! No. Du steckst hier irgendwo, Süßer. Na komm doch. Erstmal das Geld mitnehmen. Komm. Geld. Nimm mal mit. So. Wo ist er hin? Na, wo ist denn der? Achso. Scheiße, da haben wir keine mehr. Wo ist er hin? Vor selber? Irgendwann zeigst du dich. Irgendwann. Irgendwann zeige ich mich mal. So. So. Gott verdammt, wir müssen diesen Arsch finden! Er ist doch hier. So, gibt's hier unten einen Ausgang? Da ist ein Eingang. Wo ist er hin? Ich geb die Suche. Schafft ihn hier weg! Komm. Zum Mutti. So, hier liegt irgendwo noch Geld. Die Frage ist nur, wie kommen wir darauf? Genau hier über uns. Hier rennt zwar ein Wachposten durch die Gegend. Wo ist denn die Geld? Da ist die Geld. Super. Wo ist er hin? Na, komm doch. Ja, such mich doch. So, da ist der Wachposten. Du bist hier irgendwo. Ich weiß es. Also die Diäten war da hier auf alle Fälle noch mit hier, komm.
schön, Eve. Gott verdammt, wir müssen diesen Arsch finden. Haben wir schon alle ausgeschaltet? So. Ja, such mich doch. Komm, such mich. So. Da haben wir ja den. Haben wir den kleinen Schnuffi doch. So, zack. Komm. Komm. Komm daher jetzt. Von Regen kriege ich nie genug. Echt? Ist ja geil. So. Wo war das jetzt hier? Da ist der Date. Super. So, ich würde sagen. Das Bad. Entschuldigen Sie bitte. Lange nicht gesehen. Wo ist denn unser Auto irgendwie? Fährst du jetzt oder was? Ist denn noch jemand? Wo hab ich denn geparkt? Ist noch jetzt? Naja. Konnte nicht mehr schlafen. Da ist unser Auto, wunderbar. Wir hätten Leihwagen. So. Wollen wir mal abgeben, würde ich sagen. Wir müssen echt mal unser Jet irgendwie unseren Resort packen. Wäre vielleicht mal ganz hilfreich. Dann verlieren wir ein bisschen Parkplatz. Da würde ich nicht hin. Ey, ey, ey. Danke. So, dann wollen wir mal. Also Eier hat er jedenfalls. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt erstmal hier ein kleines Freundhäuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei der Befragung dieses Typen dort. Bis dahin. Ciao. Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Wo soll es denn hingehen? Selma Kano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn. Aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du wolltest mich umlegen. Ich hatte nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Selma Kano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Wir
Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.